Ukraine hat heute Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Putin per Dekret verboten. Präsident Selenskyj reagierte damit auf die Annexion von 4 ukrainischen Gebieten im Süden und Osten des Landes. Russische Propagandisten schüchtern die Menschen in den noch von den Besatzern kontrollierten Gebieten ein, dass die Ukraine angeblich fast jeden, der in den besetzten Gebieten bleibt, als Kollaborateur betrachtet. Die ukrainische Regierung verbietet außerdem ab sofort den Behörden des Landes per Gesetz Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten. Der Kreml reagiert prompt. Die Spezialmission in der Ukraine werde nicht enden, wenn Kiew Gespräche ausschließe. Wir haben die Nase voll von Säbelrasseln und Kriegsangst. Wir haben die Nase voll von Milliardengeschenken an kriegführende Staaten. Wir haben die Nase voll von Abzocke und Energiepreisextremismus. Wir haben die Nase voll von dilettantischer Geisterfahrerpolitik in Berlin. Wir haben die Nase voll von Preisexplosionen und Güterverknappung. Wir haben die Nase voll von Meinungsmache und Politpropaganda. Wir haben die Nase voll von Schikanen für Kinder und Schikanen im Gesundheitswesen. Ihr da, ihr werdet uns nicht los!